Ja, hallo vom Zentrum für Yoga, Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin, Markus Ritz. Es geht mal wieder um Yoga. Was will Yoga überhaupt? Was ist der Sinn und Zweck? Wo geht es lang? Was macht man da überhaupt? Nun, darüber habe ich schon viele Videos gemacht. Und es gibt auf YouTube zum Beispiel, ich weiß nicht, Millionen, Milliarden Videos mit Yoga, mit Körperstellungen, Positionen, mit Sichtweisen. Und nun, da ich ja auch kein Guru bin und mich nicht auskenne, weiß ich natürlich nicht immer genau, was ist guter Yoga, was ist nicht guter Yoga. Und so schaue ich immer einfach in die Gesellschaft. Viele machen Yoga, das ist auch gut so. Doch was ich immer im Hintergrund betrachte, ist, wie glücklich sind diese Menschen wirklich? Wie glücklich sind die Menschen wirklich, die in der Yoga-Szene leben, in der esoterisch-spirituellen Szene? Und das, was man sieht, sind viele Ängste. Die Depressionsrate steigt an und das sind nicht nur, ich sag mal in Anführungszeichen, normal denkende Menschen, sondern auch die Menschen, die im spirituellen Bereich sind, Menschen, die vielleicht Yoga machen und sich sozusagen in irgendeinem gedanklichen Konstrukt verirrt haben. Der Yoga grundlegend geht in die Tiefe und der Weg ist nicht, zack, man beamt sich nach innen und alles ist gut. Der Weg geht von außen nach innen. Das heißt, es bringt nichts, meiner Meinung nach nichts, wenn man nur Gott, Gott, Gott sagt und alles nur göttlich sieht, aber den Körper vergisst. Das funktioniert nicht. Denn der Mensch hat ja das Problem, er ist gemäß der Yoga-Philosophie in der Unwissenheit verhaftet. Avidya, Vidya ist das Wissen und Avidya ist das Nichtwissen, die Unwissenheit über das Göttliche. Und selbst der Mensch, der sich Gott vorstellt, an Gott glaubt, kennt diese Person, Energie, wie man es auch nennen mag, nicht. Weil das kann man nur erfahren, wenn man verbunden ist, wenn man wirklich verbunden ist. Das heißt, viele Menschen haben gedankliche Konstrukte und das funktioniert nicht. Und somit fehlt sozusagen die Grundlage, die Bodenhaftung, die Erdung. Wie will man Gott kennen mit einem begrenzten Hirn? Das Gehirn ist immer begrenzt, weil man es eben nicht komplett nutzen kann. Und wie will man dann Gott erfahren, wenn man nicht mal seinen Körper erfahren kann, kontrollieren kann, eben durch diese Körperstellungen, durch Atemübungen, wenn man nicht mal die Lebensweise des Yogas annehmen kann, wie will man dann den Rest kennen? Und so ist es erstmal wichtig, dort, wo man lebt, dort, wo man ist, zu schauen natürlich, ist das eine gute Atmosphäre? In der Naturkunde sagt man, in einem kranken Milieu kann man nicht gesund werden. Das heißt, auch da mal was verändern im Leben. Und dann immer erst mal gucken, um zu üben, braucht man immer eine Basis. Und das vergessen viele. Manche machen ein bisschen Yoga für den Rücken, für Sonstiges, für die Knie, Hüfte. Das ist gut. Doch man darf es dann auch nicht wirklich in dem Sinne Yoga nennen, wenn man es nur körperlich benutzt. Denn der Yoga bietet einfach viel mehr. Im Yoga geht es immer um Energie. Und diese Energie kennenzulernen,
Dafür macht man eben diese ganzen Übungen. Aber dazu ist es wichtig, dass man sich eine Basis erarbeitet. Und das macht man ja auch im Sport. Und wenn man das nicht macht, dann nennt man das, man verheizt den Sportler. Wenn man ihn zu schnell, Talente zu schnell an die Weltspitze bringt, dann verheizt man sie, macht sie kaputt. Man hat kurzfristig Erfolg, aber es ist nicht beständig. Und dann macht man auch Grundlagentraining. Ich habe 20 Jahre Kampfsport gemacht. Man macht Grundlagentraining, nicht nur Spitzensporttraining. Und so ist es im Yoga auch. Man macht nicht nur Om Namah Shivaya und Mantra und alles ist gut und alles ist schön, sondern man muss sich mal mit dem Körper auseinandersetzen, mit der Lebensweise, mit der Ernährung, mit dem Umfeld. Und das nennt man Yama und Niyama. Gemäß dem achtfachen Pfad nach Patanjali sind die Lebensregeln der Umgang mit anderen Menschen, der Umgang mit sich selbst. Und so sehen wir brauchen eine Grundlage und nicht sofort in das Göttliche hineinschweben. Da sind schon manche Menschen abgespaced, wie man sagt, in die Psychose, wenn man Dinge macht, wo man noch nicht bereit ist. Und dazu braucht es einen guten Lehrer und da gibt es nicht allzu viele, die wirklich diese Tiefe haben. Und dann kommt es oft dazu, dass man sich in gedanklichen Konstrukten und Philosophien verliert. Und das schaut dann von außen aus, wenn man genau hinschaut, wie eine Flucht. Denn egal, ob man Gott glaubt oder nicht, man muss immer, immer seine Lebensthemen lösen. Und hier ist der Yoga eben bestens geeignet, weil er eben in die Tiefe geht, bis in die DNA hineinwirkt und den ganzen Menschen komplett verändert. Aber das geht nicht von heute auf morgen so, zack, bin ich erleuchtet, alles gut, ha, ist eine schöne Welt. Die Welt ist nicht immer schön. Es gibt immer Leben und Tod, Gut und Böse, Schwarz und Weiß und dazwischen Tausende, Millionen, Milliarden. Abstufungen. Und so geht man im Yoga von außen nach innen. Erstmal den Körper bearbeiten, dann geht man immer nach innen, die Energie fließen lassen, die Energie hochfahren. Und wenn man das so macht, dann merkt man überhaupt erstmal, wie der Yoga wirkt und was man zum Beispiel nicht tun sollte, nicht essen sollte, nicht machen sollte. Ja, man kann nicht Yoga machen und gleichzeitig 24 Stunden arbeiten. Funktioniert nicht. Man kann auch nicht Yoga machen und ein normales Leben führen. Das ist dann mehr Gymnastik wie Yoga. Sondern Yoga zielt darauf ab, eine Veränderung hervorzurufen. Sich zu, wie man sagt, transformieren, umzuwandeln. Und das verlangt immer, immer, jede Verwandlung verlangt immer, dass man Altes loslässt. Man kann nicht in alten Glaubenssätzen leben und dann neue dazunehmen. Das bringt ja nichts. Sondern man muss die alten umwandeln, sodass sie weg sind. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht gut genug. Die sind so fest eingefahren. Da kann man nicht sagen, naja, alles ist doch gut. Gott ist da, die Welt ist schön, alles läuft. Gebe mich hin. Es funktioniert nicht, weil diese Testungen immer wieder kommen. Bist du schon bereit? Oh nein, das denke ich immer noch, ich bin nicht gut genug. Und das braucht Zeit. Und das braucht Mühe, das braucht Arbeit, um das langsam umzuwandeln. Manchmal hat man das Gefühl, zack, jetzt habe ich es verstanden. Aber wenn man ehrlich ist und zurückblickt, gibt es diese Spontanität nicht. Denn es braucht oft jahrelange Bemühungen. Oder man muss vieles tausendmal durchleben, dass man es irgendwann versteht. Und das ist Zeit. Das heißt, Instant-Yoga bringt nichts. Man rührt sich einen Yoga-Cocktail an, trinkt den dreimal und dann ist alles gut. Funktioniert nicht.
Wie beim Abnehmen, es bringt nichts, wenn ich irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel und Shakes trinke und irgendwelchen Diäten folge, wenn ich mir nie bewusst mache, hey, was macht mein Körper, ist mein Stoffwechsel vielleicht kaputt, ist die Schilddrüse nicht in Ordnung oder esse ich einfach zu viel oder das Falsche. Dann kann man auch so viele Shakes trinken, es nützt nichts, wenn man nicht dahinter blickt, warum man zu viel isst. Warum mein Stoffwechsel nicht in Ordnung ist. Vielleicht sind es psychische Themen, die noch drin sitzen. Ich darf nicht schön, nicht attraktiv sein. Und genau in diese Ebenen möchte der Yoga rein. Dass man alles, was das Leben sozusagen blockiert, unfrei macht, bearbeitet. Und deswegen gibt es ja auch den Hatha-Yoga. Das ist nicht der Yoga mit den Körperübungen, denn jeder Yoga macht Körperübungen, auch der, der meditiert, sitzt und eine Sitzhaltung ist eine Asana, sondern es ist der Yoga der Anstrengung, der Bemühung. Und jeder, der ein bisschen in seinem Leben an sich arbeitet, weiß, das geht nicht zack, zack. Das braucht Zeit. Und es braucht immer dazu Energie. Wo kriegen wir Energie her? Nun, essen, atmen. Und da können viele Menschen dran arbeiten, dass sie einfach mehr Energie haben. Und natürlich, wenn man zu viel Energie ausgibt, kann ich nicht mehr an mir arbeiten. Wenn ich denke, 13 Stunden auf der Arbeit bin und arbeite, weil ich selbstständig bin, dann habe ich halt zu wenig Energie, um an mir zu arbeiten. Das kennt jeder, nach der Arbeit ist man müde. Zum Sport ringt man sich noch durch, wenn der Stoffwechsel mal in Schwung ist, dann geht's. Aber meditieren, da schläft man dann vielleicht ein. Und das ist Yoga. Yoga geht tief, tief nach innen. Und es geht immer um Energie, um Transformation. Schlussendlich die drei Fragen klären, wo komme ich her, wo gehe ich hin und wer bin ich überhaupt? Und so geht man langsam von außen nach innen, immer in die feineren, subtiler werdenden Energien hinein, bis man dann ja irgendwo dann beim Göttlichen anscheinend ist. Ich bin auf dem Weg. Ist ein guter Weg, denn es ist ein Weg mit vielen Abenteuern. Man weiß nie, was kommt. Da man nie weiß im Leben, was kommt, braucht es erstmal irdische Stabilität. Wenn die nicht da ist, bricht das Yoga-Kartenhaus irgendwann immer zusammen. Nun, so sage ich mal wieder, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Gerne teilt die Videos, wenn ihr Menschen kennt, die Yoga machen. Und vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.